Adi Schatz, alles Gute, alles Gute. Wieso drehst du dich denn weg? Wieso drehst du dich denn weg? Alles Gute. Wir müssen wieder deinen Kalender aufmachen. Wir brauchen heute Türchen Nummer 17, ach, Nummer 7. Türchen Nummer 7, pass auf jetzt. Tu mir das wieder zwischen die Beine. Mach das hier einmal auf. Das raus und dann kommt der Zauberschmaus. Juhu, er frisst. Guck dir das doch an. Leg mir den Rest wieder hin. Lass dich in Ruhe essen. You spin me right round. Baby, right round. Oh, Baby, Desperados! Adi Schatz! Adi! Boom! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea. Aber erstmal wollen wir euch noch sagen, was in Pupsis Türchen war von Karls. Da war wieder ein Spruch drin. Tütchen auf, mach dich bereit, Weihnachten heißt Wellnesszeit, denn da war hier Badepulver drin. Also, ja, da heißt ja wirklich Badepulver, ne? Wellness-Badepulver von Karls in so einer schönen Reagenzglas-Ampulle mit dem Stopfen drauf. Das ist für Pupsi, die kann baden. Und wir werden trinken, nämlich dieses schöne Desperados. Und dafür hat sich der Kalender jetzt schon gelohnt. Erst hatten wir das Forst in dieser grün durchsichtigen Flasche mit diesem super Etikett, was ich übelst genial fand. Das ist auch wieder richtig gläsrig. Kennt man zwar, weil das gibt's in jedem Supermarkt, aber ich finde das genial. Ich weiß nicht, das ist was Besonderes, was man sich ab und zu mal gönnen kann. Was für mich jetzt nicht einfach ein Bier ist, das ist halt Desperados. Desperados ist halt was Eigenes. Ich finde es schön, diese weißen, durchsichtigen Glasflaschen. Ich finde das toll mit den Etiketten, die auch nicht einfach draufgepropft sind, sondern die auch so halb durchsichtig sind, dass du nur die Schrift siehst. Das macht ordentlich was her. Das heißt, es sieht so schön aus. Dafür gebe ich auch 5 von 5 Punkten, weil die Flasche an sich selber einfach schon schmackhaft aussieht und ein super Design hat. Was mich jetzt verwirrt, ich dachte ja, Tequila, Bier, Desperados, was Mexikanisches, irgendwas. Wenn ich hinten drauf schaue, da steht alles Mögliche immerzu nur von Österreich. Österreich hier, Österreich da, Österreich bla. Gebraut in Österreich, Linz, Brauunion, Österreich AG, hin und her. Ist ein grüner Punkt, ist nicht mal Pfand drauf. Meiner Meinung nach, es haben doch Desperados-Flaschen trotzdem Pfand. Zwar keine 8 Cent, sondern die normalen kleinen hatten doch immer 15 Cent Pfand. Und die großen haben sogar so ein Pfandlogo dann gehabt mit 25 Cent Pfand. Die hier hat kein Pfandlogo und steht extra drauf, kein Pfand. Aber die ist ja auch aus Österreich. Und Österreich hat ja keinen Pfand. Österreich, Schweiz sind keine Pfandländer. Hat sich das jetzt so geändert oder ist das ein spezielles Desperados aus Österreich und normalerweise kommt das nicht aus Österreich? Da müsst ihr mich jetzt mal aufklären. 5 Punkte auf jeden Fall für das Etikett, denn das sieht richtig toll aus. Ihr seht ja auch hier oben da, dass die Desperados-Pflanze genau auf dem Deckel goldig. Das sieht cool aus. Tequila flavored, da habe ich Bock drauf, das macht Spaß, das machen wir auf. Hier ist ein kleiner Nebel drin. Hier ist ein kleiner Schaum drin, hier perlt's hoch. Wir füllen das jetzt aber mal ein. Desperados im Bier-Adventskalender von Kalea, im Internationalen und kommt aus Österreich. Ihr wollt mir nicht sagen, dass Desperados schon immer aus Österreich kam, oder? Dass Desperados ein österreichisches Bier ist und seinen Ursprung in Österreich hat. Und dann haben sie es hier mal hergebracht und gesagt, so, wir deutschen das jetzt ein und machen da jetzt Pfand drauf. Und weil die das aus dem österreichischen Regal genommen haben, ist kein Pfand drauf. Es verwirrt mich total. Guckt euch die Farbe an. Es ist glasklar, du kannst richtig durchschauen. Du siehst, wie hier alles schön hochperlt. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist richtig, da ist Action drin, sage ich mal. Es ist auch nicht zu hell. Es ist eigentlich schön goldig,
bisschen kräftig, das passt, also das sieht richtig toll aus. Für 5 Punkte reicht es mir aber trotzdem nicht, dafür müsste es noch ein bisschen dunkler sein, noch ein bisschen kräftiger. Das ist eine super geniale 4 Punkte für mich. 4 von 5 Punkte für Farbe und Schaum, das sieht schon richtig stark aus. Vor allem, wenn ich das so sehe vor dem Fenster, aber aus meiner Sicht sieht das besser aus als bei euch. Kann ich euch beweisen. Guckt es euch jetzt mal so an, wie genial das aussieht, wenn man das so rumhält. Vielleicht müsste man für die Farbe es immer kurz rumdrehen. 4 für Farbe, 5 für Etikett. Was sagt der Geruch? Es riecht irgendwie kräftig, aber nicht unangenehm. Es hat einen starken Geruch, der aber gut wirkt, der Bock auf mehr macht, wo man sagt, boah, das riecht stark, das möchte ich probieren. Geruch passt auch, ich finde den Geruch richtig toll. Kriegt von mir 5 Punkte. Komm, Desperados, da sind wir schon so beeinflusst, ne? Da können wir gar nicht unparteiisch sein. Geruch 5 Punkte von mir, ist auch was leicht Süßliches dabei. Leichten Zitrus-Flavor, irgendwas so. 5 Punkte für Guru, kommt noch der Geschmack. Und den kennen wir ja eigentlich. Aber mal gucken, wie es jetzt schmeckt. Im ersten Moment schmeckt es einfach wie ein Radler. Du merkst das Bierige gar nicht so durch. Das hat so leichte säuerliche Nuancen, wie wenn es ein Radler wäre mit Zitronensaft, mit Zitronenlimonade gemischt. Soll ja mit Tequila sein. Ich mag keinen Radler. Ich bin kein Radler-Fan. Als wir bei der alkoholfreien Meile Desperados mit 0,0% hatten, war das beste Bier auf der ganzen Meile, wo wir auch gesagt haben, das würden wir sogar mal normal kaufen, wenn wir gerade keine Meile machen. Weil das einfach trotzdem gut geschmeckt hat. Das wirkt plötzlich radlermäßig. Es schmeckt trotzdem gut. Ich würde sagen, das ist das beste Radler, was ich je getrunken habe, ohne dass es wirklich ein Radler ist. Aber ich kann, glaube ich, keine 5 Punkte dafür geben. Da würde ich mich zu sehr verleiten lassen vom Namen Desperados. Man kann es gut trinken. Es passt. Ich würde hier auch 4 Punkte geben bei Geschmack. Aber ich probiere einfach nochmal. Ja, du hast halt diese Mischung aus Bier, ganz viel Bier und bisschen Tequila, was eine saure Note mit reinbringt, ganz leicht, was ans Radler erinnert, aber es nicht so übertrieben ist, wie wenn es 50-50 aufgeteilt ist. Da ist ja wirklich, das ist ja zu, ich verstehe das hinten drauf, das ist zu 99,4% Bier und nur 0,6% Tequila. Und diese leichte Note macht es auch nochmal ein bisschen fruchtig, aber auch ein bisschen sauer. Aber du merkst das Bierige hinten raus, wenn du mehr trinkst, trotzdem durch. Es ist nicht herb, es ist nicht bitter, es ist leicht sauer, aber es lässt sich gut trinken. Das heißt von mir 4 Punkte. 4 Punkte für dieses Desperados. Bin ich mal gespannt. Müsste wahrscheinlich jetzt das Beste sein, wenn man auch von Geruch und Farbe und Etikett rechnet, müsste das, glaube ich, 18 von 20 Punkten haben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.